So, jetzt sagte man alle schönen guten Abend. Abend. Der ist ganz störer, toll. Jawohl, schön in die Kamera lächeln. Die Mama macht es gleich mal vor. Oh. Ja, und die Kleinen, die sind natürlich schon wieder mit der Papa beschäftigt, gell? Ganz toll. Noch keine Minute hier und sofort legen die kleinen Terroristen los. Ja? Ja, und der Papa weiß wieder nicht, was er zuerst filmen will. Achtung. Achtung, Celio. Papa muss sein Fahrgestell etwas neu ausrichten. Ja, und die zwei Großen, der Samuel und der Carlo, die schauen mal, wer der Stärkere ist. Ja, und zwischendurch putzen sie sich natürlich auch gegenseitig. Mein Mullemaus hat auch ein Papa seinen Fuß entdeckt. Ja, wenn man die so heranwachsen sieht, also da weiß man, es wird nicht leicht werden, sich einmal von den kleinen Mäusen zu trennen. Gut, sie werden dann noch um einiges größer sein, aber sie werden mit Sicherheit auch Papas Herz etwas mehr erobert haben. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Heute wollte ich eigentlich etwas über Katzenmöbel loswerden. Weil wir waren die Tage unterwegs. Für unsere kleine Mullemaus, also für die Cassandra, noch etwas Babymilch zu holen. Und da habe ich mir mal so die Kratzutensilien in, ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen, in einem größeren oder einer von einer größeren Verkaufskette angesehen. Und ich muss sagen, da haben mich mehrere Dinge überrascht. Tja, als erstes mal der Preis und zweitens die Qualität. Obwohl, wenn man beides wieder zusammentut, passt es wieder. Preis relativ null. Ja, Qualität schließt sich an. Mir ist aufgefallen, ich habe ja zwei Katzen. Die übergeben sich gerne. Die haben da richtig Spaß dabei. Das sind sogenannte Schlingfresser. Die fressen so schnell, damit ihnen schlecht wird. Haben sie wohl von ihrem Papa geerbt. Sind beides Halbschwestern. Möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Also unseren Carlo gehört auf jeden Fall nicht dazu. Zu den Schlingfressern, der genießt das richtig. Ich höre das so nebenbei und jetzt halte ich mal mit der Kamera drauf. Ja, und da fiel mir auf, Kratztonnen um 100 Euro. Da habe ich mir so vorgestellt, ja, wenn da meiner rein spuckt, müsste ich das ja waschen können, was da drinnen ist. Also die Einlage. Geht aber nicht. Die Dinger sind fest verarbeitet.
Also müsste ich mir dann nochmal Zusatzkissen kaufen. Und ja, das zweite, das Sisalgewebe, was da in Teppichform außen drauf geklebt wurde. Ja, ich weiß nicht, ob es 2 mm dick ist oder nur 1 mm oder auf keinen Fall stärker als 3 mm. Und wenn ich so gucke, wie die Kleinen jetzt schon meine Hosen, meine Strümpfe bearbeiten, dann weiß ich, warum der Papa 10 mm Sisal drauf klebt auf die Kratztrommeln, die ihr die nächsten Tage auch nochmal sehen werdet. Ja, der Mini-Kratzbaum, der ist jetzt heute leider noch nicht fertig geworden. Kam ein paar Sachen dazwischen. Aber er wird über Pfingsten auf jeden Fall noch fertiggestellt. Also werdet ihr die Tage noch sehen, ob das noch ganz reichen wird für Pfingsten, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, und dann fiel mir eben auf, die Löcher in diesen Kratztonnen, wir haben ja lauter Maine Coons. Ja, ich sag's mal so, die Pauline ist die kleinste. Die hat 3,2 Kilo. Das haben die Babys hier, wenn sie 5, 6 Monate alt sind, auch. Sie ist eben unser Model, unser Paulinchen. Also sagt man, sie würde vielleicht gerade noch so hineinpassen. Aber wenn ich mir dann unseren Gabriel angucke, oder auch unseren Ole, oder Gabriels Schwester Amber, selbst Lucy und Anna May hätten Schwierigkeiten, da reinzukommen, weil der Kopf schon fast größer ist wie das komplette Loch. Dann habe ich mir so gedacht, na gut, es gibt ja auch kleine Katzen. Und ja, vielleicht wäre das was für eine Sphinx. Oder ja, ähnliche Katzenrassen oder Größen. Aber für unsere Großkatzen oder großen Kleinkatzen ist es mit Sicherheit nichts. Und wenn ich da mal kurz so rüberschwenke, gut. Man sich die Auflageflächen ansieht und ja, unseren Langzeittester war er da auch schon drauf und hat seine Langzeittests gemacht. Und von daher würde ich sagen, passt das, auch wenn die groß sind. Auch wenn die ausgewachsen sind, passt das noch. Dann das nächste war noch mehr, das Material. Ich habe es auch immer wieder bei Facebook gesehen, bei Kratzbäumen, die dann so in der Preisklasse, ja, oben 100 Euro oder vielleicht sogar doppelt so groß, also doppelt so teuer, bis 200 Euro, was eben so die schönen, blüschigen Kratzbäume, die angeboten werden. Also auch da die Liegeflächen viel zu klein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das stört mich überhaupt, das ist die Verarbeitung. Da ist nicht nur dünnes Sisal drauf, sondern drunter ist Pappe, Papprollen, die dann je nach Preis
bisschen besser verarbeitet sind oder ein bisschen schlechter. Aber letztendlich muss klar sein, die Mädels und Jungs hier, die bekommen Krallen. Die schneiden das durch wie eine Schere Zeitungspapier. Und darunter das Papier, das hebt dann auch nicht mehr lange. Und dann kann man den Dinger eintüten und wegwerfen. Drum macht der Papa das ganz anders. Er nimmt massives Holz. Holz, wickelt da das Sisal drum, verklebt es gut. Und wenn das sich dann in Wohlgefallen aufgelöst hat, ist jetzt in 8 Jahren noch nicht passiert. Oder sind 7 Jahre, 7, 8 Jahre. Ist auch wurscht, welcher Kratzbaum bei euch hebt. 8 Jahre oder 7 Jahre. Der ähnliche Qualitätsmerkmale aufweist wie erwähnte. Ja, und der nächste Punkt ist die Ablageflächen. Ich komme aus der Holzindustrie, also wir haben Spanplattenanlagen montiert. Also nicht die Spanplatten, sondern die Anlagen, auf denen die Spanplatten hergestellt werden. Und von daher weiß ich, dass sehr gerne Formaldehyd als Klebstoff verwendet wird bei den Pressspanplatten. Ist jetzt in Europa für Gegenstände, die in der Wohnung aufgestellt werden, verboten. Wenn ich mir die Preise angucke von diesen Kratzbäumen, will ich das bezweifeln, dass die aus Europa kommen. Du, Christel, da hüpfen wir nicht drüber. Drüber wartet die Mama. Du weißt ja, die findet es nicht lustig. Du Mullemäuschen, du brauchst gar nicht Maß nehmen. Ja, und da muss halt jeder selber wissen, ob er sich das antun will, beziehungsweise nicht nur seinen Tieren, weil er sitzt ja auch in dem Raum. Formaldehyd ist ein Nervengas. Man braucht sich dann nicht wundern, wenn man plötzlich eine Angora-Nacktkatze hat, weil die das Fell schneller verliert, als es nachwächst. Oder die Katze das Teil, weil sie ja, wie ich schon im vorhergehenden Video mal erwähnt habe, die Katzen sind nicht dumm. Und was sie haben, ist ein ausgeprägter Sinn dafür, was ihnen schlecht tut. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn sie so diese Art Kratzbäume auch eher mit Verachtung bestrafen. Oben bin ich der Meinung, wenn man solche Tiere hält, und ob die jetzt irgendwo auf der Straße zugelaufen sind oder ob man da richtig Geld dafür bezahlt hat, spielt für mich eigentlich eine untergeordnete Rolle, sondern allein die Gesundheit dieser kleinen, sehr liebenswerten Geschöpfe ist es doch wert, es zu erhalten. Und die Tierärztezunft, die muss man ja auch nicht unnötig reich machen. Und ich denke mal, das ist auch nicht in denen ihrem Interesse, dass man Katzen oder andere Tiere, wie soll ich jetzt sagen, durch so einen Schrott eben in Gefahr bringt. Ja, das gibt heute mal ein etwas anderes Video. Auch die Auswahl der USB-Platten hier. Das sind also keine USB-Platten, die für den Außenbereich gedacht sind. Da könnten auch Dinge drin sein, die man nicht wissen will. Für den Mensch vielleicht noch nicht schädlich,
Aber für die kleinen Würmchen hier mit Sicherheit. Und von daher verlege ich eigentlich auf jeden Fall bewusst nicht irgendwelche Dinge, die meine kleinen Mitbewohner gefährden könnten. Weil ich will lange Freude an allem haben, auch an den Teilen, die ich baue. Okay, und du hast lange Freude oder nicht mehr lange Freude an dem Strumpf, wenn du so weiter beißt, ist der kaputt. Okay, Kaspar. Aber das kratzt dich nicht. Das kratzt dich nicht. Okay, kleiner Schlingel. Und so soll es sein. Die Heranwachsenden, die Männer unter euch, die werden das wissen. Die heranwachsenden Buben, die müssen böse sein oder frech. Und sich später mal im Leben durchsetzen können. Stimmt allerdings bei der Katze nicht. Bei der Katze ist es nämlich so, das werden die Katzenbesitzer wissen. Die Katze hat ein Revier und die Kater sind allesamt Streuner, also die müssen nichts verteidigen. Es sei denn, sie finden zu zweit oder zu dritt dieselbe Katze, die gerade in Paarungslaune ist. Dann ist natürlich Kampf angesagt, aber wenn ich das alles so richtig weiß, dann sind die Herren der Schöpfung dann eh etwas sensibler und die kämpfen nicht bis zum Tod, sondern die sagen, okay, 5 Straßen weiter ist die nächste. Also die verletzen sich nicht lebensgefährlich. Da geht es schon zur Sache, da staubt's. Aber das ist nur Fell, in Anführungszeichen nur Fell. Richtig ernsthafte Verletzungen vermeiden die im eigenen Interesse. Weil die wissen ja vorher noch nicht, wer wen verletzen würde. Oder vielleicht sogar töten. Selbst bei den Großkatzen ist es äußerst selten der Fall, dass der vertriebene Löwe irgendwo liegen bleibt, sondern der hat ein paar Schrammen, ein paar Macken und sucht sich halt ein neues Rudel. Wenn er den einen schwächeren Kater findet. Ja, Seljo. Ja, hallo. Guck mal da. Ja, fein. So, das soll es für heute auch mal gewesen sein. Ich zeige euch dann bei Gelegenheit, also wenn Interesse besteht, auch mal, wie man so einen Kratzbaum machen kann. Und ja, ich zeige euch, was ich benutze an Materialien. Und da kommen euch vielleicht auch ganz tolle Ideen, wie man sowas selber machen kann. Es ist nicht wirklich billiger als so ein Kratzbaum aus dem Discounter. Aber dafür habt ihr auch länger Freude dran. Also mein erster Kratzbaum, den habe ich mit einer Bügelsäge und mit einem Tacker und einem Hammer, und das ist jetzt kein Witz, im Wohnzimmer zusammengebaut. Meine damalige Freundin sagte, sie würde gern in die freie Fläche, wo ich den Kratzbaum dann reingebaut habe, sich eine Relaxed-Liege, so eine Massageliege hinstellen, damit sie, wenn sie Rückenprobleme hat, sich da ein bisschen massieren zu lassen. Als sie heimkam, stand da ein Kratzbaum. Da waren die Augen groß, könnt ihr euch vorstellen. Und so fing das alles auch an, dass ich das dann immer weiter aus meiner Sicht perfektioniert habe.
Und immer mehr Freunde haben gefragt, ja, sage mal, wo kann man die kaufen? Ich sagte, ich baue diese nur so für mich oder für meine Katzen. Also ich war seltenst auf dem Kratzbaum. Und ja, so könnte da auch noch eine andere Geschichte draus werden. Mal sehen. Euch einen schönen Abend. Die Babys werden langsam müde. Wenn die müde sind, versammeln die sich auf dem Kissen. Und dieses Kissen kommt auch von der Sabine, von der Sternenkissenseite. Das ist so ein Muster, das sie für uns gemacht hat. Ich gesagt habe, ich brauche was Rundes. Ja, und sie macht ja eigentlich Sternenkissen. Passt eigentlich nicht, ne? Aber wie man sieht, sie kann auch rund. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis die Tage.